Ich zitiere mal wieder eine bekannte Persönlichkeit. 2013 hieß es noch, das Internet ist für uns alle Neuland. Wir erinnern uns, in einer Pressekonferenz hat es unsere Bundeskanzlerin mal gesagt. Seitdem sind 7 Jahre vergangen und es hat sich viel getan, würde ich mal sagen. Durch die Pandemie hat natürlich die Digitalisierung noch einen zusätzlichen Schub bekommen. Und ja, es gibt ja unterschiedliche Meinungen, wie wir in Deutschland bei diesem Thema im Vergleich zu anderen Ländern aufgestellt sind. Deswegen interessiert mich und wahrscheinlich auch Sie die Meinung und die Einschätzung eines Vorstandsvorsitzenden eines der Hochtechnologiekonzerne hier in der Bundesrepublik zu diesem Thema mit dem Titel Digitalisierung, die schnellste der industriellen Revolutionen, Fragezeichen. Ich spreche von unserem nächsten Referenten. Das ist nämlich Dr. Karl Lambrecht und ich sehe ihn da schon im Bild. Er ist Vorstandsvorsitzender der Carl Zeiss AG in Oberkochen. Ich glaube, ich muss über die Firma nicht allzu viel sagen. Die dürfte bekannt sein und einige von Ihnen haben ja bereits auch das Interview mit ihm gehört. Jetzt ist er hier zugeschaltet für seinen Vortrag. Ich begrüße ganz, ganz herzlich Herrn Dr. Karl Lambrecht. Hallo. Ja, vielen Dank für die herzliche Begrüßung. Freut mich sehr, dass ich heute am Forschungstag 2020 der Baden-Württemberg-Stiftung sprechen kann. Ich hoffe, ich kann Sie auch überzeugen, dass die digitale Revolution die schnellste aller 4 industriellen Revolutionen ist. Aber das müssen Sie dann zum Schluss des Vortrags einfach bewerten. Dann starte ich einfach, wenn wir die Folien einblenden können. Viel Erfolg. Okay, danke sehr. Sind die Folien sichtbar? Sehen Sie meine Folien schon? Noch nicht. Ja, es wird gleich passen, hoffe ich. Ja, ich fange vielleicht kurz erzählen an, während die Folien dann kommen. Jetzt funktioniert es? Ja. Jetzt, okay, gut, danke sehr. Gut, hier sieht man die Agenda. Ich möchte gern in drei Bereichen Ihnen das näher bringen. Das erste ist, wenn wir die verschiedenen industriellen Revolutionen ansehen, über die stattgefunden haben in den letzten Jahrhunderten, Jahren, kann man sagen, dann sollten wir uns mal anschauen, welche Geschwindigkeit diese unterschiedlichen industriellen Revolutionen haben. Dann im zweiten Bereich ein bisschen mehr einzutauchen, wie die digitale Revolution, die ja aktuell stattfindet oder schon eigentlich seit vielen Jahren stattfindet, wie ein Tornado, würde ich fast sagen, unser Leben durcheinander wirbelt und Ihnen ein paar Beispiele dort geben, auch was Sie als Konsument auch erleben, im Fotografenbereich oder in anderen Bereichen. Und dann vielleicht kurz zum Schluss noch ein bisschen auf Zeiss einschwenken im letzten Teil und Ihnen zeigen, wie Zeiss einerseits in der Halbleiterfertigungsindustrie diesen Trend treibt, aktiv und auch da Leadership-Rolle hat und auch wie wir in unseren anderen Geschäften auch die Welt gestalten mit mehr und mehr damit auch zur digitalen Revolution beitragen. Sie sehen hier mal grob einen Überblick über die 4 industriellen Revolutionen, zumindest wie man sie heute eigentlich darstellt aus der Rückschau. Sie sehen hier immer 1900er Jahren und dann 1970 und 2000er Jahren. Da sehen Sie also schon, die rücken schon enger zusammen, die industriellen Revolutionen, was ein bisschen schon vorspannt auf das Thema Geschwindigkeit. Wenn wir sehen, was ist passiert in der ersten Revolution, dort hat es eine große Verschiebung gegeben, weil man plötzlich sehr starke Maschinen bauen hat können. Dort ist vor allen Dingen Wasserkraft und vor allen Dingen Dampfkraft aufgekommen. Das sehen Sie auch an der Eisenbahn hier abgebildet. Dort ist wirklich eine Eisenbahnrevolution sozusagen hat stattgefunden, hat auch enorm viele in die Industrie reingewirkt und von kleinen Manufakturen ist man dann mehr zu auch teilweise Fabriksystemen, man hat Transportsysteme aufbauen können und hat enorm den Lebensstandard von verschiedensten Menschen auch dort verändert zum Positiven. In 1900er Jahren sehen Sie hier Fließband abgebildet. Das ist auch ein Riesenthema hier, weil sich mit Ford einmal beschäftigt hat, was das für Disruption im Automobilbau war. Dort wurde ja die Massenproduktion sozusagen eingeführt, ein Beispiel des Autos. Taylorismus, Arbeitsteiligkeit wurde eingeführt, Massenproduktion hat das Leben auch massiv verändert. Dort auch mehr Mobilität und schon durch die Arbeitsteiligkeit Globalisierung erzeugt. In den 70er Jahren, und ich glaube, da kommen wir mehr in die Zone, die unserer eigenen Erlebniswelt entspricht, 70er Jahre und dann auch natürlich die aktuelle Revolution, die 4.
In den 70er Jahren war mehr Automatisierung, Rationalisierung. Dort hat die IT, also die Information Technology, schon Einzug gehalten. Und dort ist auch dann mehr und mehr Kommunikation globalisiert worden und auch Netzwerke sind gebildet worden. Und ganz rechts sehen Sie dann die Industrie 4.0, Digitalisierung, Datenprozesse, Analyse. Und dort kann man eigentlich sagen, heutzutage hat man schnellen und leichten Zugriff auf alles, was irgendwie digital existiert auf dieser Welt. Und da komme ich ein bisschen näher dazu, deswegen auch das Fragezeichen soll das ein bisschen zeigen. Was ich hiermit zeigen wollte, ist noch einmal die Geschwindigkeit von verschiedenen Produkten, die Sie aus dem Konsumgüterbereich ja auch kennen. Normales Landline heißt hier das normale Festnetztelefon, hat man eigentlich heute schon gar nicht mehr. Also viele haben gar kein Festnetztelefon mehr, weil man nur mal das Handy hat oder sowieso Voice über IP macht, was ein bisschen andere Technologie ist, die auch über Internet geht. Dann Farbfernseher und das Smartphone. Was wir hier zeigen wollten, ist, aus unterschiedlichsten Perspektiven sehen Sie immer die Kurven, wie schnell diese Technologien in den Markt Einzug gehalten haben. Und da sehen Sie eigentlich zwei interessante Themen. Das eine ist eben, Sie sehen hier, was wir abgebildet haben, von der Erfindung, von der Einführung sozusagen, was erfunden wurde, bis zu dem Zeitpunkt, wo es einmal eine erste Anwendung gegeben hat. Das sind durchaus 20 Jahre gewesen beim Telefon, also sehr langer Zeitraum. Und Sie sehen, nimmt ab, der Fernseher ist sehr viel schneller eingeführt worden und Smartphone noch sehr viel schneller eingeführt worden. Also da sehen Sie den Unterschied schon. Und dann misst man auch immer bei solchen Innovationen, wann kommt man denn von der Ersteinführung zu 50% Marktabdeckung? Und da sehen Sie auch eine sehr stark erhöhte Geschwindigkeit, fast 40 Jahre beim Festnetztelefon bis zu 5 Jahre hier beim Smartphone. Und wenn Sie die Gesamtzeit sehen, sehen Sie eben, das Smartphone wurde ungefähr in einer Sechstel der Zeit eingeführt wie das Festnetztelefon. Also schon eine enorme Beschleunigung über diese Zeiträume. Wenn man dann schaut, jüngstes Ereignis und Covid, glaube ich, ist für, also wir wünschen uns alle Covid nicht, das ist natürlich eine schlimme Pandemie. Andererseits treibt sie auch bestimmte Themen enorm voran. Und da sehen Sie eben hier, wie viel E-Commerce betrieben wurde, also wie viele Menschen über das Internet kaufen. Und da sehen Sie hier, was über einen 10-Jahres-Zeitraum ist es in USA-Daten, ist es ungefähr 15% oder um 10% gestiegen. Und Sie sehen dieselbe Steigung noch einmal um praktisch hier noch einmal so 15 oder fast 20%, war sozusagen in 3 Monaten durch Covid bedingt. Und Sie sehen hier die Schlagzahlen Amazon, eBay, alles internetbasierte Firmen, E-Commerce-Firmen, welche Zuwächse dort nur in den letzten kurzen Zeit war. Und das Spannende hier ist, dass hier die Technologie dort bereits vorhanden war. Sie können das hier nur abbilden, wenn Sie die Bandbreiten haben, die Geräte, die Zugänglichkeit. Also das hat alles sozusagen geschlummert als Reserve und ist jetzt natürlich geweckt worden durch die Covid-Krise, weil man natürlich auch Lockdowns gehabt hat und sich die Form des Einkaufs hier verändert hat. Also sehr schnelle Zeitkonstanten. Wenn wir jetzt vielleicht ein bisschen näher reinschauen auf die digitale Revolution, dann möchte ich mit einem Bild hier starten, was so ein bisschen die bestimmte Faktoren beschreibt, die die digitale Revolution treiben. Und dort würde ich mal, sehen Sie hier drei Faktoren abgebildet. Das linke ist Increasing Computation Power, heißt immer bessere Rechenleistung. Also die Rechenleistung, jeder erinnert sich noch an die riesigen Rechenmaschinen vielleicht, die man vielleicht nur aus Filmen oder Fotos kennt, die ganze Räume gefüllt haben. Heute haben Sie auf Ihrem iPhone eine Rechenleistung, die ist ein Vielfaches desselben. Und das können Sie in der Hosentasche mehr oder weniger tragen. Also die Computation Power hat enorm zugenommen. Das zweite ist, massive Mengen an Daten werden generiert und gespeichert. Sie generieren ja täglich als Konsument auch Daten. Jeder, der fotografiert und seine SD-Karten dann aufbehält, da sieht man auch, wie viel man Fotos macht und wie viel man es dann vielleicht auch benutzt oder nicht benutzt. Aber es werden sehr viele Daten generiert und auch gespeichert. Aktuell ist sehr viel natürlich in der Cloud gespeichert und es nimmt mehr und mehr zu. Oder man hat es daheim auf dem Rechner oder am iPhone auch. Entsprechend wird auch sehr viel gespeichert. Das dritte sind sehr starke Algorithmen. Das heißt, wenn man jetzt sehr viele Daten hat und auch dazu noch eine gute Rechenleistung, also Faktoren, die ersten beiden Faktoren, dann kann man das nutzen, um sehr starke Algorithmen zu verwenden, um dort entsprechend mit den Daten was anzufangen, zum Beispiel in der wissenschaftlichen Auswertung, wo Sie bestimmte Phänomene sehen wollen, aber so viel Daten generieren, dass Sie das nicht mehr händisch auswerten können, da brauchen Sie eben Algorithmen und Maschinen im Prinzip, also Computation Power, um die Auswertung entsprechend auch fahren zu können. Ich möchte jetzt in den nächsten Seiten ein paar Beispiele zu den drei Faktoren bringen, die Sie auch ja sicherlich aus der eigenen Erfahrung kennen, aber noch mal näher bringen. Die Computerleistung,
Also wie viel Rechenleistung haben bestimmte Computer? Und dort sehen Sie eben eine sehr lange Zeitspanne abgebildet, sind links den IBM 1401. Das ist ein sehr interessantes Gerät, weil es das erste Gerät mit Transistoren war. Die Transistoren wurden ja Anfang der 50er Jahre entwickelt. Es sind noch keine integrierten Schaltkreise. Damit sehen Sie auch diesen enormen Zuwachs hier von 17,5 Milliarden Mal Computerleistung. Das ist ja nur möglich gewesen, weil es eben nicht mehr einzelne Transistoren im iPhone 1 oder 12 sind, sondern ganze integrierte Schaltkreise, die haben einfach noch nicht existiert in den 50er Jahren. Aber ist das erste Gerät, das statt Röhren, das war die Vortechnologie, eben Transistoren verwendet hat. Was auch spannend ist, und entsprechend sind auch die Kosten enorm gesunken, also auch um fast 100 Millionen weniger kostet ein Transistor jetzt am iPhone 1. Und selbst in der Zeit von 13 Jahren, vom iPhone 1 bis zum iPhone 12 hier, hat es auch schon kostet nur mehr 80 Mal weniger Kosten und auch noch einmal 1000 Mal größere Computation Power, was man natürlich vergleichen muss bei ungefähr gleicher Größe. Also das iPhone 1 ist nicht so viel unterschiedlich groß wie das iPhone 12, hat aber durchaus die tausendfache Rechenleistung des iPhone 12. Was man auch noch sehen muss, ist die Geschwindigkeit hier. Der IBM 1401 wurde ungefähr so 10 Jahre gebaut. Und Sie sehen hier eben in den 10 Jahren in etwa, die der gebaut wurde und wo eigentlich wenig Innovation war sozusagen in dem Bereich, hat es beim iPhone schon 12 Generationen gegeben. Also schon enorme Geschwindigkeit in der Produktentwicklung und sehr häufige Ablöse von entsprechenden Technologien. Sie sehen auch ein kleines Detail noch in Computation Power Operations per Second, sehen Sie auch noch GPU, General Processing Unit, ist eine bestimmte Architektur der Recheneinheit und Sie sehen rechts beim iPhone 12 GPU Neural Engine, was man dort auch macht, selbst die Architektur und der Prozessoren werden angepasst, dass sie eben sehr viel Parallelprocessing machen können, was dem entspricht, ein bisschen zumindest vom Setup, wie unser Gehirn auch funktioniert, sehr viel Parallelprocessing, entsprechende Knotenarchitekturen, also auch da wird eben Rechnung getragen, um noch mehr Rechenleistung hier zu bekommen. Also man sieht hier links raumfüllend und rechts entsprechend iPhone 12 kann da schon wesentlich mehr. Also enorme Zunahme hier. Wenn man dann noch auf die Datengenerierung und Speicherung schaut, sieht man auch hier einen starken Trend. Wenn Sie ganz links mit dem Speicher beginnen, dann ist die IBM 350.1, das ist noch ein Magnetplattenspeicher, also kennt man heute gar nicht mehr, das ist schon so alt, sieht man nur mehr im Museum. Aber da sieht man eben die Größe hier im Vergleich zum Menschen, zu dem Kollegen, der dort steht und das präsentiert. Dann hat man ungefähr 3,8 Megabyte Speicher. Sie sehen hier rechts von SanDisk, MicroSD, dort haben sie ja Terabyte Speichermöglichkeit. Also das ist natürlich schon eine enorme Verringerung des Platzbedarfs pro Bit oder pro digitaler Speichereinheit. Und was Sie auch nicht vergessen dürfen, sind die Kosten hier, also von 9.000 Dollar pro Megabyte auf 25 mal 10 noch minus 5 müssten das sein, Megabyte. Also auch eine enorme Reduktion in den Kosten. Und damit können Sie heute praktisch in jeder Kamera Ihre, hat man vielleicht keine Terabyte-Karte mit, aber Ihr 8 Gigabyte, 16, 32 Gigabyte Karte benutzen. Und das kostet Sie ein paar Euro und Sie müssen nicht ein Vermögen ausgeben, wie bei der linken Harddisk-Drive, die ja auch vom Transport, vom Formfaktor auch nicht ganz transportabel wäre, um Aufnahmen zu machen. Im mittleren Teil des Bildes sehen Sie Batterieleistung. Auch das ist wirklich was auch in den letzten 10 Jahren, der letzten Dekade enorme Fortschritte gemacht hat. Jeder, der sich ein bisschen mit Modellbau beschäftigt und Elektroflug macht, mache ich auch ganz gerne, der weiß, was das für Eldorado für Modellbauer jetzt ist, weil einfach man kann sehr viel Leistung mit weniger Masse mitnehmen. Sie sehen es hier, praktische Verdreifachung, der, wenn man sagen Speicherdichte wenn man, oder der Speicher Wattstunden pro Kilogramm, also man kann heute für 1 Kilogramm die dreifache Menge speichern, also elektrische Energie speichern und auch dann entsprechend die Kosten sind extrem gesunken, fast auf das müssen so 10, 3, 12, 13 Prozent sein. Also auch da enorme Roadmap, sehr viel Volumen, dort wird es auch mehr und mehr möglich. Und das treibt ja auch den Trend des elektrischen Fahrens, weil ja dort natürlich die Speicherdichte entsprechend eine Rolle spielt, natürlich auch die Ladefähigkeit, andere Parameter, aber da tut sich sehr viel. Man kann also damit auch dezentral Geräte betreiben oder in dem Fall auch dann Autos fahren lassen. Ganz rechts sehen Sie noch, ist auch ganz was Wichtiges, die Verbindung von einem Punkt zum anderen auf der Erde. Und das sehen Sie eben, da ist mal LTE, also was ja momentan der 4G-Standard ist, 5G ist ja, wird ja gerade aufgebaut. Sehen Sie auch, der Zugriff hat sich versechsfacht in den letzten 6 Jahren und dann sehen Sie auch, die Kosten sinken hier rapide für Datenübertragung. Und in Summe haben Sie heute ein Universum, ein digitales, das Ihnen erlaubt, wirklich ohne Nahtstellen, also wirklich nahtlos von überall
auf dezentralisierte oder zentralisierte Daten zuzugreifen. Und das ist ein sehr wichtiges Thema. Das sieht man gleich bei den Anwendungen, die ich noch zeigen werde. Und es ist immer so, wenn man in sowas reinwächst, dass man heute, wenn man sein iPhone mit hat, praktisch jeden Punkt der Erde mit halbwegs einer Netzversorgung erreichen kann, dort Bildtelefonie vornehmen kann, dort auch entsprechend auf die Cloud zugreifen kann. Da sind wir so reingewachsen wahrscheinlich, aber das sind enorme Revolutionen, wenn man sich denkt, und das alles in einem Kostenrahmen, der für normale Konsumenten erschwinglich ist und damit eben Massenprodukte hier hervorbringt, wie zum Beispiel das iPhone oder Cloud-Applikationen. Wenn wir dann weiterschauen hier auf die Algorithmus-Seite, da habe ich jetzt ein paar Beispiele mit. Das ist auch ein sehr spannendes. Wenn Sie schauen, das ist das Spiel Go. Ist in asiatischen Ländern wird das sehr viel gespielt. Wenn Sie mal sehen, dass Sie ein Go-Meister werden, müssen Sie mehrere, teilweise Jahrzehnte lang intensiv die Züge der großen Meister hier studieren. Es gibt einfach so viel, durch die Permutation, so viele Kombinationen, 10 hoch 170 mehr als Atome im Universum, also schon eine ordentliche Anzahl, die sie dort üben müssen. Extreme Permutationsvielfalt in diesem Spiel hier, ist 2000 Jahre alt, das Spiel. Und Sie sehen hier einfach drei Zeitabschnitte. Es hat den Zeitabschnitt gegeben zu 2016, wo Google AlphaGo programmiert hat, also Deep Learning Algorithmen hier, und die sind von Menschen trainiert worden. Das heißt, die Go-Meister haben sich hingesetzt, haben vergangene Partien analysiert und haben dort dem Rechner beigebracht, entsprechend eben Go zu spielen hier. Und letztendlich war dann der Tipping Point, dass 2016 eben der Computer gewonnen hat gegen den Menschen. Aber das war gar nicht das Ende. Wenn Sie schauen, nur ein Jahr später haben sich die Maschinen selber beigebracht zu spielen. Das heißt, die Maschine hat selber die Züge analysiert, selber, ja, ob man es Kreativität nennt, ist eine philosophische Frage, aber hat das Spiel sozusagen erweitert. Und wenn Sie mal in der unteren Kurve die Lernzeit sehen, bis Sie eben den Level erreichen von einem World Champion, dann braucht die Maschine nur mal 3 Tage hier. Also in 3 Tagen hat die Maschine von 0 auf 100 gelernt, einen Meister zu schlagen, wo ein Mensch Dekaden braucht, um das zu lernen, und auch ohne menschlichen Eingriff. Und das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Tipping Point. Auch sieht man auch bei anderen Spielen, bei Multiplayer-Spielen in dem Bereich, auch dort lernen Maschinen extrem schnell und sind eigentlich ziemlich zügig besser wie Menschen, weil sie einfach mit der Art von Problemlösung sehr gut umgehen können. Und auf der rechten Seite sehen Sie eben, inzwischen ist es so, dass eigentlich die Menschen von den Maschinen lernen. Das heißt, AlphaGo Zero hat sehr unkonventionelle Züge drinnen und die werden entsprechend auch dann von Menschen gelernt und in Partien verwendet. Ist auch interessant, bei Schachturnieren werden Schiedsrichter schauen auch oft auf kreativere Züge von Schachmeistern, und sehr oft sind die auch mit Computerunterstützung dann generiert worden, weil sie eben sehr kreativ sind. Also auch dort ist ja auch die Maschine schon länger den Menschen überlegen beim Schachspielen. Aber Go ist durchaus ein komplexeres Spiel, also ist auch eine irre Leistung von künstlicher Intelligenz oder Machine Learning Algorithmen. Wenn wir dann auf den Fotografiebereich schauen, das ist, glaube ich, wahrscheinlich jeder fotografiert mit seinem, oder jeder fotografiert fast mit seinem iPhone oder Samsung Galaxy oder anderen Telefonen. Manche fotografieren auch nur mit der Kamera. Hier sehen Sie zwei Bilder, die ja zunächst einmal sehr ähnlich ausschauen, aber wenn ich Sie frage, welches Bild wurde mit dem iPhone aufgenommen, welches mit der Spiegelreflexkamera so um 10.000 Dollar oder 8.000 Euro ungefähr, dann ist es schwer zu unterscheiden. Ich löse Geheimnis gerne auf hier. Also Sie sehen, eine Spiegelreflexkamera, die durchaus wiegt über 1,5 Kilo, mit Optik muss man manchmal wechseln, ist eigentlich fast in der Qualität des Fotos nicht mehr unterscheidbar von einem Foto, das das iPhone macht. Wie macht denn das iPhone das? Ich meine, ist ja nicht leicht, mit so einem tollen Gerät wie der Spiegelreflexkamera, was ja teilweise das fast 10-fache kostet, von einem iPhone zu konkurrieren, ja nun sehr viel mit Software und Algorithmik. Also wenn Sie Ihr Handy nehmen, auf die Kamerafunktion schalten, dann beginnt die Kamera bereits Fotos zu machen. Das merken Sie noch nicht. Aber vor Sie einen Auslöser drücken, sind schon 3, 4 Fotos gemacht worden. Dann drücken Sie den Auslöser, dann werden noch einmal 3, 4 gemacht. Und während Sie dann langsam das Handy umdrehen, rechnet das Handy aus, meistens sind es so 4 Bilder, 3, die Sie bewusst eben mit dem Auslöser gemacht haben, 1 davor noch, rechnet das Pixel für Pixel das Bild raus. Manchmal nimmt sich noch Detail aus dem ersten und zweiten Bild, wo Sie noch gar nicht fotografiert haben, um Detailauflösungen zu machen. Und das Ganze wird dann zusammen und wird Ihnen dann präsentiert als fertiges Bild. Das passiert alles im Gerät, in einer Zeitspanne, die Sie praktisch als Echtzeit wahrnehmen als Mensch. Aber
Nur so ist das iPhone in der Lage, mit der durchaus sehr viel schlechteren Optik, das muss man dazu sagen, die Optik ist bei Weitem nicht vergleichbar hier, aber eine Aufnahme zu machen und dann zu konkurrieren mit einem System, das eben eine sehr viel bessere Optik hat, aber entsprechend die Software dann nicht braucht. Das Tolle ist auch von der Bildgestaltung, Sie können durchaus später noch Effekte wie Tiefenschärfe, Blende auch noch einstellen in der Software. Es wird dann einfach umgerechnet, das Bild, und dann hat man wieder das neue Bild mit entsprechenden Tiefenschärfe-Variationen. Also das ist sozusagen unter der Haube, was passiert beim iPhone, wenn Sie ein Bild machen und einfach abdrücken und dann kommt ein durchaus akzeptables Bild heraus. Was man auch dazu sagen muss, das Bild wird ja auch dann vielleicht für Ihnen nachbearbeitet und nächstes Mal weiß iPhone schon, wie Ihr Geschmack ist, und Sie sehen hier das rechte Bild beim iPhone ist ein bisschen rötlicher, das ist Blatt, weil eben der User vom iPhone lieber stärkere Farben mag, das merkt sich der Algorithmus und passt das Foto an, wie Sie es gern haben dann entsprechend. Also das ist alles in einem Zeitraum, den Sie als Mensch gar nicht mitkriegen von den Zeitkonstanten her. Dann schauen wir uns noch ein anderes schönes Beispiel an, wo vielleicht das vorhergehende Beispiel macht das iPhone relativ stark alleine, autonom. Das ist ein Beispiel, wie sich eben dann die Cloud verzahnt mit einem Gerät, das Sie bei sich tragen. Sie sehen hier eben, haben wir Siri mal gefragt, wann wurde Zeiss gegründet. Das Mikrofon nimmt es entsprechend auf und jetzt kriegen Sie dann, wenn Sie auf 5 schauen, kriegen Sie dann knapp danach die Antwort, auch in einem Zeitraum, den Sie auch nicht so lang wahrnehmen, kriegen Sie eben dann das Gründungsdatum 17. November 1846 hier von Zeiss. Was passiert denn da wirklich? Es wird auch vom iPhone in die Cloud wird praktisch die Frage geschickt. Es wird auch die Sprachanalyse in der Cloud in der Regel gemacht. Das ist ein sehr komplexer Vorgang, Sprache zu analysieren. Es wird dann der Web Research gemacht. Es wird dann die Antwort vorbereitet. Das sind alles sehr schnelle Vorgänge. Und dann wird entsprechend das wieder ans iPhone zurückgeschickt. Also dort brauchen Sie praktisch Ihr iPhone, das muss eine gute Batterie mit haben, das muss einen Sensor haben, also für Sprache, Audio, Sie müssen sprechen können mit dem. Das muss eine Datenanbindung haben, die praktisch verzögerungsfrei es mit jedem Ort der Welt verbindet. In dem Fall kann der Server, vielleicht steht er in Texas oder woanders, das weiß man auch nicht da immer genau. Und dann entsprechend auf dem Server wird alles vorbereitet, dass es entsprechend dann auch funktioniert. Und dann kriegt man die Antwort. Und by the way, die Cloud, der Server merkt sich auch, wenn wir vielleicht nächstes Jahr haben ein 175-jähriges Jubiläum von Zeiss, wenn die Anfrage dann öfter kommt, dann ist der Algorithmus auch schneller, weil er merkt, das interessiert die Menschen mehr, dann wird es in den ganzen Entscheidungsbäumen Algorithmen auch vorgerankt, sodass die Responsezeit entsprechend geringer wird. Also da ist auch permanentes Lernen im Vordergrund hier. Und vielleicht noch ein letztes Beispiel, was ich auch sehr spannend finde, was auch für mich schon faszinierend ist, wie günstig das alles ist. Also für solche, wenn Sie so Beispiele sehen, wie die Fotobearbeitung vorhin, wie das, dass man Sprachsteuerung hat, Spracherkennung hat, das hat früher alles ein Vermögen gekostet, war sehr teuer, waren Spezialgeräte, das sind jetzt alles normale Universalgeräte, die Sie um ein paar hundert Euro kaufen können. Und hier noch einmal ein Beispiel über wie man Algorithmen nutzen kann, Artificial Intelligence. Da geht es um ein schönes Beispiel der Gurkenernte. Japanische Familie erntet Gurken. Gut, also sind Gurkenbauern und die müssen die Gurken dann in 9 unterschiedliche Qualitätskriterien sozusagen sortieren und dann auch entsprechend verkaufen. Und das ist ein sehr aufwendiger Prozess, dauert mehrere Stunden, ist ein händischer Prozess sozusagen. Und dann hat sich der Sohn, die vielseitige Mutter, die sehen wir hier, der hat sich gedacht, er möchte eigentlich seiner Mutter ein bisschen mehr Freizeit geben und war Autoingenieur, aber keiner der Kenntnisse im Machine Learning gehabt hat und hat sich dann einfach eine Lösung überlegt. Und Sie sehen rechts die Lösung hier. Und die Elemente der Lösung sind sehr spannend, nämlich Sie sehen die Gurke hier, Sie sehen dann die Kamera, dann sehen Sie einen Raspberry Pi, das ist ein Mikrocontroller, der kostet auch nicht viel Geld, also das Ganze hat ungefähr $200 gekostet, die ganze Anlage hier. Dann sehen Sie TensorFlow. TensorFlow ist auf Initiative von Google, ist im Prinzip für jeden zugänglich, ist Umgebung, wo man eben in bestimmte, deswegen heißt es auch Tensor, weil es Tensor-Algorithmen sind, da kann man eben Mustererkennung machen und das kann man sehr rasch dem beibringen, dem TensorFlow, dem Algorithmus Gurken zu erkennen und eben lernen, was ist eine Gurke Nummer 1 bis Nummer 9 Qualität. Das Ganze passiert in der Cloud und dann geht es zurück. Arduino ist wieder ein Mikrocontroller und der Mikrocontroller, der hat dann so einen Sortiermechanismus, der hat irgendeine Hardware, einen Motor, einen kleinen, der die Gurke dann sortiert. Aber Sie sehen, eine sehr komplexe Lösung. Was fasziniert mich daran? Erstens, dass es eine günstige Lösung ist und besser wie der Mensch funktioniert. Sie haben ein Yield Improvement, $200 Investment, aber vor allen Dingen jemand, der aus einer Gurkenbauerfamilie kommt, keine künstliche Intelligenzausbildung hat oder kein Ingenieur für digitale Lösungen ist, hat das lösen können und hat auch Zugriff gehabt und entsprechend über
Zugriff auf TensorFlow, auf die Google-Algorithmen, die frei zugänglich sind, so eine Lösung bauen hat können. Also das zeigt auch, wie das unser Leben durchwirbelt und wie zugänglich diese Technologien an der Stelle auch sind. So, ich hoffe, ich habe Sie ein bisschen überzeugen können, wie sehr die digitale Innovation oder die digitale Revolution, Entschuldigung, auch unser Leben prägt. Und vielleicht haben Sie ein paar Beispiele gefunden, die für Sie auch spannend waren. Das wollte ich auch ein bisschen erreichen, ein bisschen unter die Haube schauen von solchen Lösungen, wenn man halt mit Siri spricht oder ein Foto macht, dass man ein bisschen sieht, wie es funktioniert. Vielleicht ganz kurz im letzten Teil schnell noch über Zeiss, wie wir die Digitalisierung treiben. Wir haben 4 Divisionen hier. Semiconductor Manufacturing Technology, Industrial Quality Research, Medical und Consumer Markets. Und ich möchte Ihnen vielleicht ganz kurz zeigen, wie diese 4 Divisionen Digitalisierung ermöglichen oder auch treiben. Sie sehen hier, das ist unser Halbleiter-Geschäft. Dort sehen Sie eine EUV-Optik. Das ist die modernste Optik, die es gibt in dem Bereich. Da sind wir alleinstellend, also mit ASML und auch Trumpf gemeinsam haben wir EUV dort vorangetrieben über 2 Dekaden. Also hat auch schon durchaus länger gedauert, zum Erfolg zu kommen. Aber das im Wesentlichen, diese Technologie ermöglicht, was Sie vorhin gesehen haben, dass die Speicherdichten zunehmen, dass der Energieverbrauch pro Rechenleistung abnimmt, dass die Dichte von Rechenleistung pro Quadratzentimeter auch zunimmt. Also das treibt eigentlich diese ganze digitale Revolution ein Stück weit. Wir verwenden das auch selber in unseren Bereichen. Hier sehen Sie Industrial Quality Research. Dort sind wir im Bereich Research Microscopy Solutions. Wir bauen Mikroskope. Dort wird die digitale Revolution sehr viel für die Steuerung der Geräte, aber auch für die Auswertung von sehr komplexen Bildern verwendet, um dort eben Muster zu suchen. Und in der Industrial Quality Solutions bieten wir Lösungen zum Beispiel für Automobilhersteller und andere, die eigentlich eine komplette Digitalisierung ermöglichen, verschiedene Messgeräte verbinden, Produktionsstraßen digitalisieren und dort auch die Abläufe mit digitalen Methoden steuern können. Im nächsten sehen Sie unser Medizintechnologiegeschäft. Was Sie hier sehen, ist ein Operationsmikroskop. Das ist eigentlich ein Roboter. Also das ist eigentlich ein Mikroskop, das auch durch robotisch betreibbar ist. Also auch sehr viel Digitalisierung. Kann auch navigieren im Raum. Also Sie finden als Arzt, wenn Sie eine Stelle haben, im Gehirn, wenn es geöffnet ist, ist meistens für Gehirntumore wird es eingesetzt oder für Rückenmarkoperationen. Dort finden Sie exakt den Ort in einem Koordinatensystem wieder und das entlastet sehr stark den Chirurgen und fördert den Workflow auch digital. Darüber hinaus haben wir auch viele digitale Plattformen, zum Beispiel für intraokulare Lensenoperationen oder auch für Glaukoma-Behandlung und Screening. Und zuletzt noch unser Augenglasgeschäft. Dort sehen Sie eben, das ist auch ein Produkt von uns, VisoFit. Was wir dort machen, dort wollen wir eben diese ganze, was wir Customer Journey nennen, dieses Erlebnis des Kunden auch digital mit betreiben, dass man also auch mit seinem Handy gemeinsam sich Brillenfassung aussuchen kann, dort auch wieder dann seine Daten speichern kann. Also dort gibt es auch Lösungen, die mehr und mehr digitalisiert sind, um eben jemanden zu ermöglichen, sehr rasch und günstig zu einer Brille hier zu kommen. Zusammenfassend möchte ich auch noch erwähnen, wir sind ja auch, also unser Eigentümer ist die Carl Zeiss Stiftung. Die Carl Zeiss Stiftung fördert auch sehr stark Innovation über Research Entwicklung, sehr viele Universitätskooperationen, sehr viele Stiftungsprofessuren. Also da sind wir auch sehr froh, dass die Stiftung hier sehr aktiv ist, sind wir auch sehr stolz darauf. Und auf der anderen Seite ermöglicht uns die Stiftung auch als Unternehmen hier als Zeiss sehr weitreichend zu arbeiten. Ich habe EUV benannt, 20 Jahre Entwicklungszeit bis zum Erfolg. Damit Sie mal aber Schlagzeilen kriegen, wir haben etwa 500 Patentapplikationen pro Jahr bei Zeiss. Wir geben ungefähr 700 Millionen für R&D aus, ist etwa 11% von dem Umsatz, also sehr innovationsstarkes und R&D-starkes Unternehmen hier. Zusammenfassend noch hoffe ich, dass ich Ihnen zeigen habe können, dass die industriellen Revolutionen immer schneller werden. Zum Zweiten hoffentlich ein paar interessante Beispiele, wie die digitale Revolution alle unser Leben hier beeinflusst. Und dann, glaube ich, können wir auch stolz sein von Zeiss Seite und auch die Zeiss Stiftung hier, dass wir auch als Zeiss einerseits ermöglichen wir die digitale Revolution und wir treiben damit auch die Innovationen in unseren unterschiedlichen Sparten vorwärts. Vielen Dank. Vielen Dank, Dr. Lambrecht. Sie haben ein sehr schönes, breites Bild geliefert, wie Digitalisierung unser Leben heute schon beeinflusst. Ich würde am liebsten mit Ihnen darüber diskutieren. Sie haben es ja gesagt, manchmal sind die Maschinen jetzt schon besser als die Menschen und mein iPhone nimmt mir meine ganzen kreativen Entscheidungen ab, wenn ich fotografiere. Die Frage, die sich mir stellt, ist natürlich, was passiert an dem Zeitpunkt, wenn die Maschinen Entscheidungen treffen, die vielleicht ein bisschen darüber hinausgehen, Thema autonomes Fahren, welches Bild ich habe. Oder was ich auf meinem iPhone dann fotografiere. Das wäre eine spannende Diskussion, aber die nehmen wir jetzt erst gar nicht auf. Ich wollte es nur kurz einwerfen. Ich gebe nämlich rüber zur Katrin und die hat Fragen aus dem Publikum.
Genau, wir haben zwei Fragen und die erste Frage aufgrund der Zeit bitte ich Sie einfach nur ganz kurz mit Ja und oder Nein zu beantworten. Und zwar interessiert sich jemand für Sie als Arbeitgeber. Und da ist die Frage, ob Sie denn Ingenieurinnen oder Ingenieure suchen, beziehungsweise ob diese auch bei Ihnen gefragt sind, die mit SolidWorks und CATIA V5 zeichnen können. Ja, auf jeden Fall, ja. Okay, gut. Also ja, ist eine klare Antwort. Ich empfehle der Person, die diese Frage gestellt hat, allerdings, dass sie sich selbst bewirbt und nicht darauf wartet, dass Zeiss anruft. Die zweite Frage ist... Das ist eine gute Idee, ja. Die zweite Frage war, also wir haben noch zwei Fragen, die ein bisschen ähnlich sind. Da geht es auch um die Anpassung und Innovationsstrategien von Zeiss. Sie haben ja dargestellt, die lange Unternehmensgeschichte und die Revolution, die ja Zeiss dann auch schon mitgemacht hat. Tatsächlich, was ist die Innovationsstrategie von Ihnen? Oder wie müssen sich Organisationen einfach auch jetzt anpassen? Ja, also die digitale Revolution betrifft uns ja als Firma. Genau, wir haben da viele Aktivitäten, dass wir auch schneller werden. Wir müssen uns ja die Geschwindigkeit auch anpassen, ein Stück weit. Und zum Zweiten auch sehr viel, ich sage es mal ein bisschen platter, softwaregetriebene Elemente in unsere Produktentwicklungen und wie wir Themen vorantreiben. Also ist ja immer das Wort, das könnte ich jetzt über Agile ein bisschen reden, dass man eben sehr schnell iterativ arbeitet und nicht mehr so in so wasservollen Entwicklungsprozessen. Also wir sind da auch als Zeiss der Veränderung unterworfen und beschäftigen uns sehr intensiv damit. Auf jeden Fall. Und ein Beispiel nur, wir haben vor kurzem auch Saxonia akquiriert in Dresden mit 300 Menschen an Bord, Softwareentwickler, weil wir auch diese Kompetenz stärken müssen. Also dem stellen wir uns schon hier. Ja, das ist manchmal auch hilfreich, wenn man ein größeres Unternehmen hat, dann einfach kleinere mit reinzunehmen, dann ist man vielleicht ein bisschen schneller. Ganz herzlichen Dank Ihnen für die ganz interessanten Einblicke, Herr Dr. Lamprecht.